Hallo ihr Lieben, das ist ein Video über strenge und lose Kopplung und wie ich sie verstehe und was sie mir bedeuten. Die Begriffe der Kopplung werden natürlich auch in vielen technischen Kontexten anders wahrscheinlich verwendet, als ich sie hier verwende. Das ist ein privater Sprachgebrauch, wenn man so will. Man kann ihn adaptieren, wenn man ihn für sinnvoll hält, und man kann ihn ablehnen oder anders füllen, wenn man ihn für Stuss hält. Damit bin ich völlig fein. Also ich erzähle hier einfach darunter, hier in diesem Video, was ich darunter verstehe. Also bei strenger Kopplung haben wir sowas, was wir manchmal nennen, eben eine Mechanik am Werk oder einen Automatismus oder einen Reflex. Das ist sozusagen die, wenn wir es logisch formulieren würden, die strenge Wenn-Dann-Funktion, manchmal auch in Wechselseitigkeit. Und das ist eben sozusagen immer, wenn A, dann passiert B. Und man könnte sagen, wir reden auch manchmal von Verursachung. Auf jeden Fall ist das eben so eine Form, wie wechselseitige Entitäten in der Welt, nenne ich es jetzt mal ganz allgemein, oder verschiedene Prozesse aufeinander einwirken können, ist eine Variante eben die strenge Kopplung. Und das ist eben sozusagen immer, wenn A passiert, passiert dann auch B. In einer ganz, ganz strengen mechanischen Form, letztlich ohne Ausnahmen. Die andere Form der losen Kopplung ist deutlich schwerer greifbar. Man könnte auch einfach sprechen von Beeinflussung. Und logisch ausgedrückt bedeutet es, dass manchmal, wenn A passiert, B passiert, oder dass, wenn A passiert, B wahrscheinlicher wird. Und wenn man also statistisch das angeht, dann kann man wahrscheinlich das auch messen, ja, im Sinne einer Korrelation. Ja, also sozusagen, wenn A häufiger auftritt, tritt auch B häufiger auf, aber es gibt eben viele Ausnahmen und häufig ist es anders so. In der Regel, ganz verkürzt gesprochen, können wir sagen, kommt das einfach daher, weil es noch viele andere Größen gibt, die im Spiel sind und noch viele andere Kräfte wirken, außer eben A, ja, außer der Kraft A. Und dadurch kommt eben eine Art von loser Kopplung zustande. Und in meiner kleinen Welt ist es so, dass lose Kopplung das sehr viel weit verbreitetere Phänomen ist. Also in der Welt treffen wir sehr viel häufiger auf lose Kopplung, denn auf strenge Kopplung. Und jetzt gibt es folgendes Problem. Ebenfalls Selbstwahrnehmung oder vermeintliche Menschenwahrnehmung, möglicherweise irrtümlicherweise, meinerseits irrtümlicherweise natürlich, ist es so, dass ich den Eindruck habe, dass mein Gehirn und auch das Gehirn der meisten anderen Menschen sehr viel mehr nach strenger Kopplung Ausschau hält, denn nach loser Kopplung, also nach eindeutigen Verursachungsverhältnissen, während eben die Welt in Wirklichkeit voller Beeinflussungsverhältnisse sind, die also nicht im Sinne einer strengen Kopplung eigentlich interpretiert werden dürfen. Und das heißt, wir interpretieren halt häufig strenge Kopplungen hinein, wo es durchaus nicht gar keine Beeinflussung gibt, aber eben nur eine Teilbeeinflussung, ja, also eine Teilbewirkung, oder ich weiß nicht, wie ich es anders ausdrücken soll. Also es gibt einen Einfluss, aber der Einfluss ist eben nicht dominierend, nicht beherrschend. Und insofern können wir sagen, wenn wir das ins Politische übertragen, haben wir genau den Gegensatz, der mir auch so wichtig ist, nämlich der Gegensatz zwischen Herrschaft und eben Demokratie, oder wie ich es jetzt in letzter Zeit häufiger nenne, Isonomie. In der Isonomie gehen wir letztlich nicht in ein Beherrschungsverhältnis. Also wir haben nicht, hier sagt jemand was und dann passiert das so, sondern wir haben die Stiftung wechselseitiger Kopplungen, aber eben loser Kopplungen, und zwar eben in der Form geloster Bürgerversammlungen. Also so wie ich es verstehe, ist es so, dass wir uns selber durch geloste Bürgerversammlungen einen Rahmen geben, indem wir in der Form loser Kopplung aufeinander einwirken, also nicht in beherrschenden Verhältnissen, nicht irgendeiner sagt irgendwas oder macht irgendwas, sondern passiert automatisch X, reflexhaft, automatisch, mechanisch, sondern das Ganze atmet sehr viel mehr. Es kommt also zu sehr viel Wechselwirkung, aber es kommt zu Wechselwirkung in der Form einer nicht gewalthaften, nicht zwanghaften Form, dass man eben sich befähigt, auf gute Weise aufeinander einzuwirken, das heißt auf sachgemäße Weise, oder wir könnten sagen auf menschengemäße Weise, in der Ausnutzung der Möglichkeit zu loser Kopplung auch zwischen Menschen, die uns nach meinem Eindruck sehr viel besser tut als eben die strenge Kopplung, nicht immer und überall, aber in den allermeisten Fällen. Menschen werden ungern beherrscht. Und wenn ich es nicht ganz falsch wahrnehme, beherrschen Menschen auch ungern andere, obwohl es viele Vorteile hat. Unfraglos ist das sehr bequem. Wenn ich einfach schnippe oder irgendwas mache oder irgendwas sage, dann passiert automatisch X. Das ist erstmal bequem. Es hat nur leider einen Rattenschwanz an Folgen und Folgefolgen, die so unangenehm sind, dass man, wenn man diese Folgen und Folgefolgen von Herrschaft im Blick hat, man Gründe hat anzunehmen, dass die meisten Menschen auch nicht herrschen wollen. Ja, weil eben dieser Rattenschwanz dann auf sie zukommt, der eben Menschen trifft,
betrifft, die in Herrschaftspositionen sind, oder vielleicht reingestolpert sind, vielleicht sie angestrebt haben, vielleicht sie sogar ererbt haben, wie auch immer sie da hingekommen sind. Aber wenn Menschen diese beherrschenden Positionen haben, kriegen sie einiges ab, weil eben strenge Kopplung unterstellt wird und möglicherweise auch wirklich gegeben ist. Nur hat das eben Rückkopplungsfolgen, die so unangenehm sind, dass man sagen kann, was uns Menschen wirklich gut tut, ist lose Kopplung, ist also wechselseitige Beeinflussung und nicht Beherrschung. Kein Mensch will in Wahrheit beherrscht werden und kein Mensch will in Wahrheit herrschen. Ja, das, selbst bei sehr lustvollen Formen des, des sich Unterwerfens oder des Beherrschens ist es so, dass wir dem immer einen Rahmen geben, ja, ein Safe Word oder was auch immer, also eine Exit-Strategie, weil das eben als Dauerzustand oder wenn es sich nicht aus, aus freien Stücken auf der Grundlage unseres eigenen Wollens hervorgeht, das ist dann eben sehr, sehr unangenehm für Menschen. Ja. Das ist direkt gen traumatisierend, wenn man beherrscht wird, wenn man eben strenger Kopplung durch andere Menschen unterworfen ist. Viele Menschen scheinen das noch nicht begriffen zu haben, dass uns lose Kopplung sehr viel besser tut als strenge Kopplung. Wie gesagt, ich glaube, dass unser Gehirn ein Stück weit so gebaut ist, dass es immer nach strenger Kopplung Ausschau hält, wo eben sehr viel mehr lose Kopplung ist. Wenn wir uns im Politischen, in der Gesellschaft einen Gefallen tun, dann nutzen wir die Möglichkeit zu loser Kopplung aus und verbannen aus dem politischen Raum zumindest irgendwie, was auch nur ansatzweise Richtung Herrschaft geht. Und dann sind eben auch alle Wortbildungen mit Kratein, mit dem Wort, altgriechischen Wort für Herrschen, eigentlich verfehlt für den politischen Raum. Man kann dann also weder reden von Aristokratie noch von Demokratie oder so, weil es gar nicht um Herrschaft geht in der Politik, sondern um wechselseitige Beeinflussung. Und insofern ist eben dann auch der Ausdruck der Isonomie sehr viel treffender, gerade weil der Begriff der Herrschaft im Ausdruck Isonomie eben nicht vorkommt. Und damit scheint er mir sehr viel besser zu erfassen, worum es eigentlich geht, nämlich Herrschaft im politischen Raum strukturell, systematisch aufzulösen, zugunsten von loser und dennoch regelmäßiger Kopplung, einem regelmäßigen Zusammenkommen der verschiedenen, die sich dann in einem sehr guten, sehr respektvollen, sehr freundlichen Weg wechselseitig beeinflussen. Und das können wir eben stiften als Menschen. Das haben die alten Griechen gezeigt, dass das möglich ist. Und wenn wir klug sind heute, und ich würde auch sagen, wenn wir selbst empathisch sind, dann schaffen wir auch eine solche isonome Ordnung, die uns es uns ermöglicht, uns auf guten, freundlichen Wege wechselseitig beständig neu zu beeinflussen, ohne dass das leidhaft wird, ohne dass sich irgendjemand beherrscht fühlt oder dass irgendjemand die reine, pure Überforderung des Herrschens erleben muss, die noch keinem Menschen gut bekommen ist. Ceterum censeo, isonomiam esse sortiendam. Im Übrigen bin ich der Meinung, dass in der Isonomie gelost werden muss.